Ja, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Special Gast. Und zwar habe ich eine russische Verstärkung dabei. Was? Von Viktor. Jeder hat eine Werbfreunde. Ein Blale. Nicht vergessen zu abonnieren. Kackdealer. Heute machen wir ein Video, in dem wir Tattoos angucken. Und zwar sehr, sehr hässliche Tattoos. So, eher so Tattoo-Fails, würde ich sagen. Wir kommentieren sie einfach. Mal gucken, was wir da so alles finden unter diesen ganzen Bildern. Let's go! Alright! Okay, ich habe hier ein paar Bilder einfach im Internet ausgesucht. Mit wahrscheinlich den hässlichsten Tattoos auf der ganzen Welt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dann müsste auch deins dabei sein. Oh, ich meine. Du hast natürlich keins. Ja, da ist auch meins. Norden. Ich frage mich, warum man sich sowas macht, einfach so, falls man sich irgendwie verläuft. Ich dachte, ich mache mir erstmal einen Kompass, kann ich immer wieder raufgucken. Falls man mal auf die Zeit kommt, irgendwann Apokalypse, wo keine Handys mehr da sind. Ja, aber ist das der Eiffelturm hier links neben dem E? Sieht ein bisschen aus wie so ein Eiffelturm, der nach links liegt. Also da sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Teufelskopf und so. Ja, so da oben ist einfach das Naruto-Zeichen. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht mal so schlimm. Ich glaube, da kommen noch einige, die ein bisschen hässlicher sind. Okay. Lass mal durch. Aber wenigstens sieht die Himmelsrichtung richtig, oder? Nee, da unten ist das Beste. Also ich sehe gar nicht so richtig, glaube ich. Okay, genau. Nächstes Bild. Falls man vergisst, ne, dass man einen Arm hat. Ich glaube, das soll, das soll lediglich verdeutlichen, dass er arm ist. Wie muss es dann aussehen, wenn man zum Tätowierer geht? So, ich hätte gerne hier Arm. Ja, was auf den Arm? Ja, einfach Arm. Alles klar, Digga. Super. Was? Aber dieses es gibt mehrere so Dinger, wo man als Bauchnabel dann einen Arschloch. Oh, shit. Ich hab gar nicht erkannt, das ist der Arsch einer... ohne Witz, das erste, was ich gedacht habe, ist, warum ist der Bauchnabel so riesig? Warum ist das so ein Riesenbauchnabel? Jetzt check ich das erst. Und warum ist das so ein schwarzes Loch, ey? Warum sind da so viele, so viele Fragen? Also hier ist auf jeden Fall eine Arsch auf einem Bauch zu sehen. Versuch mal zu verstehen, was das ist. Das macht mich schon hoch. Das finde ich aber sehr schön, das Tattoo. Das ist cool. Auf dem würde ich gerne Schach spielen. Du kannst dich voll gut haben mit sowas. Ja, du sagst immer, ey Peter, kannst du nicht mal kurz hinlegen? Wir wollen mal eine Runde Dame spielen. Ja, ich frage mich halt immer, wie man das, also man läuft ja dein ganzes Leben damit rum, so. Das muss doch jeder Mensch dich darauf ansprechen, wie, was du dir dabei gedacht hast. Das ist Dings, ich kenne ihn. Ey, das kenne ich. Das ist nicht diese... War das nicht auch Supertell oder so? Das ist nicht Frankenstein. Das ist Frankenstein, aber es gab doch mal so ein Cartoon davon. Ich glaube, das ist der. Also ich finde es ein bisschen gefährlich, wenn du so Fan von einer Serie bist oder von einem Film, Charaktere davon als Tattoo zu machen, weil die Serie... Ist das überhaupt Copyright? Stimmt, du könntest was auch macht man denn? Dann musst du das einfach abschneiden oder Ja! Den finde ich aber gut. Ja, das feiere ich. Das war nice. Das ist gar nicht so schlecht. Also im Vergleich zu denen, die bisher gewesen sind, das ist echt ein lustiges... Ich habe eine neue Inspiration, Freund. Hast du eigentlich schon ein Tattoo? Nee, ich will mir unbedingt eins machen. Ja, genau dieses das hier. Erste genau Tattoo dieses gefunden. Hier. Und danach kommt das zweite. Schick mir das Bild nachher mal. Und dein Nippel. Ja! Das ist wahrscheinlich von Chengis, oder? Ja, ohne Witz, ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll oder ob ich das mega eklig finde. Ich kann mich nicht entscheiden. Also das ist ja eine männliche Brust, hoffentlich. Eine männliche Brust? Nicht so behaart. Und bei der männlichen Brust kommt das echt mega weird kommen. Hä? Auf dem Kopf? Auf jeden Fall ist eine coole Idee. Das ist so eine Ziege, die, als würde sie das Gras machen. Ja, ja. Aber was ist mit deinen Haaren passiert? Bist du alt geworden? Nee, das war diese Ziege hier auf dem Kopf. Okay. Yo! Das ist zum Glück wahrscheinlich... Wie scheiße ist das denn? Der war locker besoffen, der Tätowierer. Wie scheiße... Joel, alles klar. Ich meine, an sich, Scooby-Doo als Tattoo ist ja irgendwie cool. Wahrscheinlich war das ein kleiner Prank, ey. Nee, ich glaube, wahrscheinlich war der Tätowierer 6 Jahre alt, Alter. Dann ist hier noch ein Sixpack zu sehen. Nee, das ist aber witzig. Aber ist schon irgendwie... Ich weiß nicht, also ich finde es nicht so schlimm, wie das Scooby-Doo Tattoo. Ich feiere Leute, die sich einfach trauen, so einen Scheiß zu machen. Ja, das ist eigentlich voll dumm, eigentlich. Ja, lass mal auch so ein Tattoo machen. Okay, das ist cool. Das ist wirklich, warum? Das ist noch eine gruselige Variation. Warum? Und wenn das ist voll traurig. Haus, das ist richtig traurig, weil das Tattoo eigentlich mega gut ist. Aber warum muss das da platzieren? Ich check das nicht. Leute, falls ihr auch so besondere Tattoos habt, schickt mal ein Bild bei besondere Facebook Tattoos. Solche besonderen Tattoos bei Facebook oder bei Wir werden sie zelebrieren. Oder bei Instagram. Würde mich freuen, so ein paar Beispiele zu sehen von euch. Das ist cool. Das ist richtig. Das brauche ich. Ohne für mich auch. Ich schwöre, weil es gibt ja tausend von diesen Apps, ne, so organisieren deines Lebens, aber ich bekomme das nicht auf die Seite. Ich habe mir so 5 gefühlt runtergeladen und ich habe sie nie benutzt. Du guckst nicht in die Apps, weil du hast ja keine Übersicht auf deinem Display, aber wenn du das hier hättest, so perfekt, oder? Ja. Die wichtigsten Sachen. Ja, das ist bis jetzt das beste Tattoo. Okay, ich habe nur noch 2, ich habe nur noch das. Das sind auch wieder beide, glaube ich. Als ob sie diese Tattoos nie wieder bereuen. Als ob die so nach 5 Jahren immer noch sagen, so geil. Leute, hat einer von euch so ein Tattoo? Ey, das ist das gleiche Tattoo, was meine Mom auch hat. Der ist cool. Mach weg. Der wäre was für Sascha, weil Sascha läuft auch immer mit diesen Achseln. Ah, okay. Gut zu wissen. Das ist creepy. Sieht ein bisschen aus wie Dings. So kann man das meist aus seinem Glatze heraus. Sieht aus wie Chuck, also unsere, der Vater von Sascha und von mir sieht aus wie Aber nur am Hinterkopf. Nee, also leider auch von vorne, ne? Auch von vorne, also aus beiden Seiten. Egal, wer sich
egal wie er sich umdreht. Von Seiten gleich. Ist das ein Arm? Ist das? Ja, aber das muss ja dann. Aber das muss ja dann. Das muss ja dann hier sein. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Also alles klar. Das war schlimmer als die Challenge. Das wird mir helfen, Video. Heute Abend einzuschlafen, glaube ich. Das waren wundervolle Bilder für meinen Kopf. Ja, definitiv. Schreibt in die Kommentare, falls ihr 1 Million Euro für die Tattoos bekommen würdet. Egal welche Tattoos, würdet ihr das euch tätowieren lassen oder nicht? Von den Tattoos jetzt? Ja, von diesen Tattoos. Also ist egal alles, welches? Alle Tattoos auf dem Körper drauf. Gleichzeitig? Oh, shit. Oh, nee. Aber 1 Million würde ich, glaube ich, machen. Jedes Jahr. Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Und auf jeden Fall nochmal bei Victor vorbeischauen, da haben wir ein anderes Video gedreht. Entweder auf seinen Kopf klicken hier oder in der Beschreibung steht ein Link. Als erstes ganz oben in der Beschreibung klicken, nicht vergessen. Ist ziemlich eklig geworden. Abonnieren nicht vergessen. Warte mal, haben wir das ist richtig eklig. Also als Bestrafung musste in diesem Video einer von uns, ich verrate noch nicht wer, ein super ekliges Getränk trinken. Das steht hier schon seit, oder ein bisschen tiefer, so. Das hat schon 3 Schichten gebildet. Falls ihr erfahren wollt, was drin ist, dann klickt einfach auf ein kleines Video. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Gern geschehen. Jetzt habt ihr Inspiration für Tattoo-Ideen. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Danke. Tschüss. Haut rein. Okay.